lesen Sie jetzt in der Deutschen Stimme. Das Militärmanöver der NATO in Polen bedeutet eine weitere Eskalationsstufe in der Konfrontation mit Moskau. Für die Bundesrepublik gilt bei diesem gefährlichen Spiel mit dem Feuer mitgefangen, mitgehangen. Im Aufmacher der Juli-Ausgabe der DS verdeutlicht unser Redakteur Arne Schimmer vor dem Hintergrund der NATO-Provokation an Russlands Grenze, warum Deutschland dem US-geführten Kriegsbündnis den Rücken kehren muss. Das gilt auch deshalb, weil Israel mittlerweile einen Fuß in die NATO-Tür gesetzt hat, wie Safet Babic in einem ergänzenden Beitrag dokumentiert. Damit ist der Einsatz von deutschen Bodentruppen im Nahen Osten künftig nicht mehr ausgeschlossen. Wie sich der US-Imperialismus auf wirtschaftlichem Gebiet zeigt, legt unsere Autorin Ariane Meise schließlich in einer großen Analyse des Freihandelsabkommens TTIP dar. NATO und TTIP sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Beides sind Instrumente, mit denen die USA ihre Interessen durchsetzen wollen, geostrategisch und ökonomisch. Die deutsche Stimme vertritt hingegen die Idee einer multipolaren Weltordnung freier Völker und souveräner Staaten. Auch Deutschland muss seine Geschicke endlich wieder in die eigenen Hände nehmen. Ein Austritt aus der NATO und ein Abbruch der TTIP-Verhandlungen wären erste Schritte dazu. Am 4. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. In einem ausführlichen Exklusivinterview erläutert Udo Pasteurs, der seit 10 Jahren die dortige NPD-Fraktion führt, warum die Nationaldemokraten im Nordosten auch weiterhin als parlamentarisch verankerte Kraft gebraucht werden und was sie von allen anderen Parteien unterscheidet. Das Interview wird flankiert von einer umfangreichen Berichterstattung aus dem Parlament und dem Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Die jüngsten Umfragen belegen, dass die NPD in Mecklenburg-Vorpommern wieder kurz vor dem Sprung in den Landtag ist. Mit Udo Pasteurs haben die Nationaldemokraten einen Mann an der Spitze, der eine klare Linie vertritt und Klartext spricht. Ob es um gerechte Löhne geht, die Revitalisierung des ländlichen Raumes oder die Bekämpfung von Altersarmut und Asylbetrug. Lesen Sie in der Deutschen Stimme, wie Udo Pasteurs und seine Mannschaft ihre erfolgreiche Politik für deutsche Interessen fortsetzen wollen. Nachdem NPD-Parteichef Frank Franz in 2 vorherigen Ausgaben eine Strategiedebatte eröffnet hat, meldet sich diesmal Arne Schimmer in seiner Eigenschaft als wirtschaftspolitischer Sprecher des NPD-Parteiverstandes zu Wort und zeigt auf, dass für die Nationaldemokraten immer noch Platz im politischen Spektrum ist, wenn sie die soziale Frage noch stärker in den Vordergrund stellt. In eine ähnliche Richtung geht der Grundsatzbeitrag von Axel Michaelis, der mit der politischen Ideologie des Liberalismus abrechnet. Neben ihrem Markenkern Zuwanderungs- und Asylkritik bietet sich für die NPD die soziale Frage als zweites Kernthema an, was ihr ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Parteienspektrum sichern würde. Arne Schimmer führt in seinem Debattentext mit nachvollziehbaren Argumenten aus, warum die Verzahnung solcher Standpunkte nicht nur ein erfolgversprechender strategischer Ansatz ist, sondern auch dem Selbstverständnis der NPD als soziale Heimatpartei entspricht. Ein wichtiger Beitrag zur rechten Zeit. Ein breit gefächerter Panorama-Feuilleton-Teil rundet die Juli-Ausgabe der Deutschen Stimme ab. DS-Brauchtumspflegerin Edda Schmidt ist mit einem landeskundlichen Beitrag über die Untersteiermark vertreten. Historiker Jürgen Ganze beschäftigt sich mit der Schlacht von Königsgrätz vor 150 Jahren. Michael Sievers bespricht den Film Unter dem Sand. Arne Schimmer den neuen Aufsatzband von Hans-Dietrich Sander. Und Thorsten Thomsen präsentiert seinen Bericht über das 25. Wave-Gothic-Treffen in Leipzig. Die DS bietet eine Mischung aus historischen, traditionellen und modernen kulturellen Themen, wie sie auf dem deutschen Zeitungsmarkt wohl einzigartig ist. Lassen Sie sich von der Deutschen Stimme auf eine Zeitreise entführen, die von der Wiedererweckung der Reichsidee des Stauferkaisers Friedrich II. Über den deutsch-deutschen Bruderkrieg von 1866 bis zu den späten Ausläufern der deutschen Romantik reicht. Unser Kulturteil ist wieder einmal ein Genuss für Geist und Seele. Dies und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Stimme. Sichern Sie sich noch heute die Juli-DS und 2 weitere Ausgaben für nur 5 Euro. Oder bestellen Sie gleich ein Jahresabo für nur 30 Euro unter www.deutsche-stimme.de/abonnieren. Deutsche Stimme. Monat für Monat die andere Meinung.